Ja, vielen Dank für die lieben Worte. Ich fühle mich sauwohl und vielen Dank auch für die lieben Worte von Stefan, den ich als wirklich bereicherndes und sehr, sehr fleißiges Mitglied bei uns im Finanzausschuss schätze. Mit Verena, ich teile das Gleiche. Ist es höchstwahrscheinlich, dass du uns in Richtung Europa verlässt und möchte auch an der Stelle mich mal bei den Kollegen ganz dolle bedanken, wie hervorragend die mitarbeiten, denn ohne Teamwork. Und das müssen wir auch manchmal lernen, auch unsere junge Partei noch sehr selbstkritisch, sich auf den anderen zu verlassen und auch in extremen Situationen zu verlassen können, sind wir alle nichts. Und da mein großes Dankeschön, Stefan, Verena und auch Hauke. Und Hauke wird mit uns dann wieder das Wochenende opfern, weil wir am Samstag, Sonntag, hier war ja eine Frage, mit den Kollegen des Finanzausschusses versuchen, für die nächsten 2,5 Jahre der Legislatur gewisse Grundlinien festzulegen. Wie wollen wir in Berlin agieren? Da will ich in der Rede noch zu eingehen, vielleicht auch einige Dinge noch vertiefen. Jörg hat vieles, das ist dann immer so, wenn er vor einem ist, abgeräumt. Insoweit werde ich ein paar Dinge umstellen und auch keine Sorge, heute gebe ich nur eine Einkaufsempfehlung und die heißt: Essen Sie sehr viel Vitamin C. Es ist kalt draußen, trotz angeblichen Klimawandels. Lassen Sie mich beginnen, weil ich die Schweizer sehr schätze und auch sehr gerne dort bin. Sie können dort auf einem Bahnhof etwas lesen. Dort steht an: Fürcht nicht die Welt, greift tapfer an. Und ich glaube, das gilt nach dem, was Jörg gesagt hat, was Sie erleben, was Sie heute draußen wiedersehen durften, was ich selbst mit einem gebrochenen Handgelenk in Hannover vor 1,25 Jahren erleben durfte. Weiter an. Wir lassen uns nicht verbiegen, wir gehen unseren Weg weiter. Und das an alle, ob Patrioten, Bürgerliche, Konservative, wir gehen unseren Weg gemeinsam weiter und lassen uns nicht spalten und entscheiden. Wir werden weiter zu unserer Meinung stehen und kämpfen. Und Jörg hat es sehr gut beschrieben. Wir haben da dicke Bretter zu bohren. Diese Republik muss irgendwann ihr mediales und dogmatisch europäisches Joch abwerfen und wieder, und das ist wesentlich, und der Verfassungsschutz und viele andere Dinge haben es bewiesen, denk-, sprach- und meinungsoffen werden. Denn das ist dieses Land nicht mehr. Und die Gründungsväter dieser Republik würden sich im Grabe umdrehen. Ich sprach in meiner Bundestagsrede von, ich nehme jetzt ein anderes Wort, Gleichrichtung. Und das ist ein Zeichen, wenn Demokratie stirbt. Wir haben eine EZB, die schon lange nicht mehr unabhängig ist. Und unser sogenanntes Direktoriumsmitglied nimmt mit Sicherheit Weisung von Frau Merkel entgegen, denn er handelt, das hat man in vielen anderen Interviews schon hören können, eigentlich gegen seine tiefsten Überzeugungen, was die Geldpolitik des, ich nenne es mal, ökonomischen Taliban, Herrn Draghi, angeht, seiner tiefsten Überzeugung zuwider. Wir haben Staatsanwälte, meine Damen und Herren. Die sind weisungsgebunden. Und ich kann Ihnen etwas erzählen, ich habe es der Presse gesagt, jetzt kaum geglaubt. Ich habe mit meinem Team abgewogen, trotz klarer Aussagen eines Angriffs von mehr als 10 Personen in Hannover, hat die Staatsanwaltschaft Hannover mit der Begründung eingestellt, es läge kein öffentliches Interesse vor, diese Straftat trotz eines nachgewiesenen Gesundheitsschadens zu verfolgen. Meine Damen und Herren, wir sind auf einem gefährlichen Eis in dieser Republik. Und seien wir wachsam und lassen wir uns nicht verbiegen. Und das Verfassungsschutz, wenn man so will, die Verfassungsschutzentscheidung, ich glaube, die unterstreicht das noch. Wir haben hier eine instrumentalisierte und tatsächlich mittlerweile Meinungsrepression, der wir ausgesetzt sind. Lasst euch nicht verbiegen, wir gehen den Weg weiter, nochmals, und wir kippen da nicht um. Und ich möchte ergänzen, was Jörg gesagt hat. Ich sehe die Entscheidung, dass wir ein Prüffall sind, interessant, ein Prüffall also sind, auch aus einem anderen Gesichtspunkt heraus als höchst schwierig für uns, denn sagt immer ganz scherzhaft in vielen Veranstaltungen, die SPD hat mehr Mitglieder als Wähler und wir eben mehr Wähler als Mitglieder. Soll eigentlich heißen, befürchte, dass viele Menschen, die eben nicht differenzieren können, was ist ein Prüffall,
Das ist ein Verdachtsfall und das ist eine Beobachtung. Und welche Konsequenzen oder auch Nichtkonsequenzen sind damit verbunden, sehr gerne unserer Partei beitreten würden, aber durch die jetzt aufkeimende Diskussion dies nicht tun werden. Und ich möchte gerne, dass unsere Partei irgendwann über 50, 60, 70, 100.000 Mitglieder verfügt. Und es klang eben an, es klang bei dir an, lieber Burkhard, wir haben in einem Jahr Kommunalwahlen. Ja, und ich habe wirklich Angst, dass wir nicht alle Plätze, alle Parlamente so besetzen können, wie wir es eigentlich müssten. Und ich glaube, auch die Wähler es wünschen. Denn dazu bedarf es Engagement, dazu bedarf es neuer Mitglieder. Und auch das macht diese Entscheidung für viele Menschen schwierig. Und auch deshalb werden wir offensiv, das verspreche ich euch, wir haben es am Montag in der UFO-Telco beschlossen, wir werden hier auch offensiv vorgehen. Wir werden auch mit einer Kampagne rausgehen, mehr will ich nicht verraten. Wir werden versuchen, den Menschen klarzumachen, dass hier missbräuchlich der Verfassungsschutz, den es so nur in Deutschland gibt, missbraucht wird, um einen missliebigen Konkurrenten, der die Fleischtöpfe der anderen gerade gefährdet, tatsächlich wegzuradieren. Und das lassen wir nicht mit uns machen. Liebe Freunde, und ich bin dann wirklich stolz, wenn 30% der Gäste hier nicht Mitglieder sind. Jörg hat es anklingen lassen, ich will es kurz fassen und habe den Teil meiner Rede gestrichen, sodass sie auch früher nach Hause kommen. Wir stehen, um es kurz zu sagen, für ein Vaterland, für ein Europa der Vaterländer nach der Geburt. Und wenn Sie draußen immer hören, das ist ja das Schlagwort, die sind europafeindlich. Nein, 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 wir sind EU-feindlich. Das ist die Europäische Union und die umfasst weder ganz Europa, noch umfasst sie überhaupt noch den Kerngedanken Adenauers und de Gaulle. Schlussendlich dort, wie es ist, das ist ein Europa, wie wir es wünschen. Und da, wo wir kooperieren können und sollten, da sollen wir es tun. Da gibt es ganz viele Dinge, vielleicht einen eigenen GPS, den wir oben endlich installieren wollen, um unabhängiger von den Amerikanern zu werden. Viele, viele andere Dinge, eine gemeinsame Außen- und Wirtschaftspolitik, die man tatsächlich mal versuchen könnte. Aber bitte, wir wollen keinen europäisch totalitären Superstaat, der unsere nationale Identität, wie es Jörg beschrieben hat, im Reagenzglas auflöst. Das wollen wir nicht. Kommen wir aber zu einem meiner speziellen Freunde, dem Bundespräsidenten Steinmeier, der sagte, ja Stony, da ist auch der Name Programm, Stony. Er hat gesagt, die Probleme zu lösen, dazu bedarf es Mut. Tja, meine Damen und Herren, wer hat eigentlich in den letzten 30 Jahren die Altparteien daran gehindert, Probleme tatsächlich zu lösen? Wer hat sie gehindert? Das muss mal einer sagen. Und mehr noch, wenn Sie Eigentümer einer Firma wären, einer Gesellschaft, und Ihr Vorstand würde über 30 Jahre Mist bauen. Ich glaube, Sie würden doch schon nach 5 oder nach 10 Jahren die Notbremse ziehen. Und bitte schön, liebe Medienvertreter, wann sagen Sie denn endlich mal, dass diese ganzen unmöglichen Entscheidungen der Wirtschaftspolitik, der Rentenpolitik, der Europapolitik, der Sicherheitspolitik, der Innenpolitik, der Energiepolitik, ETC, des Industriestandortes Deutschlands, immer von den gleichen Parteien verbockt wird? Die alle 4 Jahre mit den gleichen Versprechungen antreten, um nach einem Monat sie auf dem Basar der Machtgeilheit zu opfern. Sie können sich noch erinnern. Sie können sich noch erinnern, eine große Volkspartei sagte, mit uns keine Mehrwertsteuererhöhung, die andere sagte maximal 1%, am Ende der Koalitionsverhandlungen waren es 3%, so viel zur Glaubwürdigkeit. Ja? Und auch darüber erwarte ich, dass Medien im klassischen Sinne Meinungs- und auch neugierige Journalisten, die die Trüffelschweine nach Neuigkeiten suchen, auch sowas mal auf den Punkt bringen. Das gehört zur Pluralität eines Staates dazu, denn Sie sind die vierte Macht im Staate, aber dann nehmen Sie Ihre Verantwortung auch wahr, denn Sie haben auch dafür viele Sonderrechte. Meine Damen und Herren, Jörg hat es eben klar gemacht, das Ziel dieser Parteien ist klar und ich glaube, es ist auch deshalb so, weil diese Parteien keinen Rückgrat mehr haben. Sie haben überhaupt keinen Mumm mehr, sie haben keinen Mut zur Wahrheit mehr und delegieren deshalb auch gerne Dinge nach Europa. Sie lassen sehr gerne von anderen unbequeme, unglaubliche Entscheidungen und Gesetzesinitiativen lieber in Europa entscheiden, als sie hier
entsprechend vor den Wählern zu verantworten. Das ist so ungefähr, als wenn heute die Vorstände, auch das ist in, keinen Mut mehr haben, ihrer Belegschaft, ihren Aktionären oder anderen mitzuteilen, was sie denn tun wollen, was denn ihre Vision sei. Und dass sie dann und wann, wenn sie ein Unternehmen führen, wie sie auch ein Land führen, unangenehme Entscheidungen zu treffen haben. Politik ist nicht nur Ponyhof. Und was macht man dann heute? Man holt Unternehmensberatungsgesellschaften ins Boot. Das große Alibi und Feigenblatt, die erklären dann den Mitarbeitern oder anderen, dass da in den letzten Jahren ein bisschen was schiefgelaufen ist und wir jetzt Mitarbeiter freisetzen müssen. Schöner Terminus. Und ähnlich macht es mittlerweile unsere Politik. Sie lässt lieber Europa entscheiden, schiebt Europa auch gerne vor. Das ist ja in Europa entschieden worden, da können wir ja eigentlich gar nichts für. Aber Sie selbst sind doch dafür verantwortlich, dass so viele Kompetenzen nach Europa delegiert worden sind. Und diese Unternehmensberatung, Jörg hat es angedeutet, ich werde gleich nochmal drauf kommen, die schreiben ja aufgrund der Unfähigkeit der Grünen, geht aber auch bei den Sozialdemokraten weiter, wenn ich aus dem Nähkästchenplatz plaudern darf, ich war wirklich enttäuscht, weil ich erst dachte, in Berlin, dort wird eine Komödie gespielt. Und ich dachte auch im Finanzausschuss, das ist vielleicht wieder besseren Wissens redet man dort. Ja, wieder, aber nicht besseren Wissens tatsächlich. Das ist eine Gesamtverblödung dieser sozialdemokratischen Partei. Die haben uns regiert und das ist entsetzlich. Und deswegen haben wir Unternehmensberater. Und die schreiben dann, Ernst & Young und andere große Gesellschaften, diese schönen Gesetze, die kennen auch schon, wie ähnlich in den Computerprogrammen, genau die Backdoors. Und Jörg hat es beschrieben, die können sich nämlich nur die großen Unternehmen leisten. Die gehen dann nach Irland und nach Luxemburg und können dort, da komme ich gleich noch drauf, Steuervermeidung, ach nicht, was jetzt, die können dann dort Steuervermeidung betreiben. Im letzten Jahr waren es, übrigens konnte die Regierung da nicht beantworten, wir haben eine kleine Anfrage gestellt, kann denn diese Bundesregierung beantworten, wie viel Geld dem deutschen Steuerzahler verloren geht durch aggressive Steuervermeidung oder Steuervermeidungstaktiken. Die Regierung hat geschrieben, dazu sei sie nicht in der Lage, wie zu so vielen auch im Übrigen, ist sie dazu nicht in der Lage. Und dabei hätte sie doch nur das tun müssen, was wir als Schüler gelernt haben, nämlich abschreiben, weil die EU, das EU-Parlament hat eine ähnliche Frage gestellt und dort konnte die Frage beantwortet werden. Es sind 159 Milliarden Euro, europaweit. Wenn ich jetzt sage, ich nehme mal den bundesdeutschen Anteil an der Europäischen Zentralbank oder rechne über unseren Wirtschaftsanteil in Europa, dann sind das alleine dort mehr als 40 Milliarden Euro, die verloren gehen. Jahr für Jahr. Die verloren gehen, um vielleicht tatsächlich unseren Mittelstand, und Jörg hat es gesagt, der kann nicht nach Irland, der kann nicht nach Luxemburg und der kann auch nicht nach Malta, ist auch nicht genug Platz dort. Der kann dort nicht entweichen oder ausweichen, substituieren. Nein, der muss hier jeden Tag, ich habe es letztes Jahr gesagt, über kaputte Straßen, kaputte Brücken, Umwege in Kauf nehmen und demnächst wahrscheinlich auch noch seinen Diesel entsprechend abgeben, weil irgendwelche Öko-Taliban, nämlich das sind die Grünen, denken Sie mal nach Afghanistan, darfst keine Musik mehr hören und viele andere Dinge. Und jetzt vergleichen Sie mir das mal mit dem, was Jörg gesagt hat, du darfst mal auf dem Esel reiten, irgendwann darfst du kein Auto mehr fahren. Ich weiß nicht, ob einige der Älteren noch einen Otto-Gag kennen. Da ist eine Frau in der Küche und dann hat die geputzt und dann wurde gesagt, naja, die Küche ist fast sauber und ohne Bakterien. Und fragt die Hausfrau hier, wieso, wer muss denn jetzt noch hier verdunen? Und sie springt aus dem Fenster. Also vielleicht wäre dieser Planet dann ohne Menschen besser, nach den Grünen, weil dann wären wir ökologisch auf dem richtigen Pfad. Meine Damen und Herren, nein, das Leben macht Spaß, Autofahren macht Spaß. Und bringen wir den Menschen den Spaß zurück. Ich will keine spaßbefreite Gesellschaft nach dem Maß der Grünen, ob ich Vegetarier werden soll oder anderes. Das entscheide ich selbst, das entscheiden unsere Kinder selbst. Aber keine Öko-Taliban, die dort in Brüssel und auch in Berlin sitzen. Und wenn wir eben sagen, bei einigen Dingen gehört auch Vorsicht dazu, im Bereich der Außenpolitik, im Bereich der Integrationspolitik. Wir haben 2015 gewarnt und die Zahlen sprechen nun für uns. Und auch da hätte ich mir gewünscht, liebe Medienvertreter, mein klares Wort, Butter bei die Fische zu bringen. Wir haben vom Dreivierteljahr beim Diesel gewarnt. Da sind wir weggebügelt worden im Parlament, sogar bei einer Geschäftsordnungsdebatte. Wir haben 2015 gesagt, dass aufgrund der Zahlen und der Dinge, die uns bekannt sind, viele der Menschen, die zu uns kommen und hier Zuflucht suchen, wahrscheinlich aufgrund vieler Probleme, Sprachprobleme, Ausbildung, in dem sozialen Sicherungssystem landen werden. Wir hatten uns dann die Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit aus dem August letzten Jahres geholt und die haben das bestätigt. Mehr als 70% der uns
Zugereisten sind in den sozialen Sicherungssystemen. Das heißt, wir alle finanzieren die. Wir haben das vorausgesagt, weil wir vernünftig sind und weil wir das einfach aufgrund der Dinge und Fakten, die wir kannten, so sagen konnten. Das war kein Populismus. Das war keine Ausländerfeindlichkeit. Das war auch kein Rassismus, was die Demonstranten da draußen gerne sagen. Nein, das war Vorsicht und es war Intellekt und Intelligenz, vorausschauendes, mutiges Handeln, Mut zur Wahrheit. Und meine Damen und Herren, ich sage dann dazu, was ich mal gelernt habe, Leichtsinn ist kein Mut und Vorsicht ist keine Feigheit und schon gar kein Nationalismus oder auch kein Populismus, wie uns das viele gerne andichten wollen. Nein, es ist ganz einfach das bewusste Handeln im Interesse Deutschlands und der Menschen, die hier leben. Und an dieser Stelle, das sage ich auch, ist eine Frage doch mal offen zu diskutieren. Und das haben wir auch vor 2 Jahren schon gesagt, vor 3 Jahren. Inzwischen beginnt man ja zumindest mit dem Denkprozess. Wenn ich also nun an die Vorfälle in Köln und in der Moschee denke, dass dort ganz offen anscheinend verfassungsfeindlich gepredigt wurde und diskutiert wurde, dann muss man eben, wenn diese fortwährenden Handlungen anhalten, auch darüber nachdenken, diesen Islamverbänden, mit denen wir Verträge haben, die Verträge zu kündigen. Denn das einzig gültige Gesetz in Deutschland, meine Damen und Herren, ist das Grundgesetz. Und solange es die AfD gibt, werden wir für dieses Grundgesetz eintreten. Und ich sage Ihnen auch ganz offen, mein Liberalismus erschöpft sich eben nicht im Mitgefühl für Multikulti, sondern der politische Liberalismus, den ich und ich hoffe auch unsere Partei lebt und den ich für Vorzüge gewährt, Pluralismus und Toleranz gegen Menschen und Gruppen jeder Weltanschauung, aber nur, wenn diese unsere Ordnungskonzeption akzeptieren, meine Damen und Herren. Und das ist Präambel unserer Politik. Und liebe Freunde, zu dieser Konzeption gehört eben auch, und das sind auch kritische Worte in Richtung der Regierenden, dass der Staat verpflichtet ist, seine Bürger vor Feinden der Freiheit zu schützen. An den Außengrenzen wie im Inneren. Und das klang ja an Ihrer Frage an. Wenn ich also das Gewaltmonopol an den Staat abtrete, und das tue ich gerne, wenn ich mich auf diesen verlassen kann, dann darf ich auch erwarten, dass dieser Staat mich rechtswirksam schützt. Und das tut er seit 15 Jahren in vielen Bereichen nicht mehr. Und meine Damen und Herren, auch deshalb gibt es ein ungutes Gefühl bei den Menschen da draußen. Aber was ergibt sich daraus logisch? Ganz klar eine Aufstockung der Polizeimittel in Land und Bund. Ganz klar, und da glaube ich, spreche ich meinem Kollegen Lukasen aus der Seele, höhere Verteidigungsausgaben. Meine Damen und Herren, diese Bundeswehr ist eine Lachtruppe geworden, aber sicherlich keine Verteidigungstruppe. Und was sagt uns das nun? Ich glaube, es sagt uns, dass ein Rechtsstaat, so wie ich ihn eben beschrieben habe, nur dann ein Rechtsstaat ist und davon sprechen kann, wenn er alle Parteien gleich behandelt, wenn er alle Menschen gleich behandelt und wenn er die Rechtsgarantien, für die wir berechtigt Rechte an ihn abtreten, auch sicherstellen kann. Und nochmals die Frage, lassen Sie die letzten 15 Jahre im Geiste an sich vorbeifahren, ist das noch der Fall? Ich glaube, nein, meine Damen und Herren. Und ich nehme noch ein Beispiel aus Brandenburg. Sie können es aber aus jedem Bundesland x-beliebig nehmen. Der Fall, der jetzt diskutiert wurde, dass ein rechtskräftig Verurteilter, nennen Sie es Mörder, wieder auf freien Fuß gesetzt werden musste. In Hamburg war das Beispiel, dass jemand viel zu lange in Untersuchungshaft war und dann freigesetzt werden musste, sich dann ins Ausland absetzte, hinterher festgestellt wurde, ja, das war ein Straftäter. Meine Damen und Herren, also immer mehr Verfahren müssen eingestellt werden. Das ist nicht nur auf den strafrechtlichen Bereich beschränkt. Das ist beim Verwaltungsrecht so. Versuchen Sie auch mal im Steuerrecht oder in anderen Dingen Recht zu bekommen. Da wird sogar bewusst drauf gespielt, meine Damen und Herren. Diese Entwicklung habe ich vor 2 Jahren noch mal in einer Aschermittwochsrede in Ludwigshafen kritisiert. Und Sie können sich vorstellen, was die örtliche Presse geschrieben hat. Das war wieder blanker Politpopulismus, meine Damen und Herren. Heute sehen Sie es aller Orten, die Zeitung schreiben es, aber auch nicht, dass wir das schon vor Jahren aufgegriffen haben, weil wir vorausschauend handeln. Und der Bundesjustizminister, den kennen wir ja auch, der beziehungsweise ist ja sehr sprunghaft in seinen Meinungen gewesen oder ist in seinen Meinungen sehr sprunghaft. Nein, ich sage, das ist eine Bankrotterklärung der Justiz.
Und es ist eine Ohrfeige für alle rechtschaffenden Menschen, die jeden Morgen aufstehen, zur Arbeit gehen. Und auch das müssen und werden wir als AfD ändern. Und um das zu untermauern, hier eine Zahl aus berufenem Munde, auch der Deutsche Richterbund beklagt einen erheblichen Personalmangel. Ich zitiere, uns fehlen bundesweit mindestens 2000 Staatsanwälte und Richter quer durch alle Bundesländer, sagte Richterbund-Geschäftsführer Sven Rebing verschiedenen Medien und Zeitungen. Aber allein auch in Nordrhein-Westfalen seien es etwa 1000. 1000 Menschen, gute Leute, die einer Gewalt im Staate, nämlich der Judikativen, fehlen. Meine Damen und Herren, wundern wir uns dann über Duisburg-Marxloh, wundern wir uns darum, dass Straftäter dich offen angrinsen und sagen, naja, bis ich verurteilt werde, dauert es, dass wir Steuersünder haben, die das alles nicht so ernst nehmen. Meine Damen und Herren, das ist eine Erosion des Rechtsstaates, einer Säule unserer Demokratie. Und ich glaube, auch dafür müssen wir zusammen antreten, dies zu ändern. Wir brauchen gute Richter, wir brauchen gute Staatsanwälte und da müssen wir dann auch Geld in die Hand nehmen, meine Damen und Herren. Und Thema 2 oder These 2, wenn ich von Gerechtigkeit spreche, dann sage ich ganz offen, Arbeit egal von wem, ob vom Arbeiter, vom Angestellten oder vom Mittelständler, muss sich wieder lohnen. Und wie fängt das an? Was tun wir da in Berlin gerade? Wir stehen ganz klar dafür ein, dass die Grundsteuer weggehört. Ja? Und wir werden da auch einen Antrag stellen. Und es ist völlig egal, ob es Wams und Wums ist, das sind jetzt nicht die neuen WM-Maskottchen, die kennen auch Tipp und Tap. Wams und Wums, das sind das wertabhängige Modell und das wertunabhängige Modell. Das wertabhängige Modell, Jörg hat es gesagt, die Linken haben ausnahmsweise mal die Hände in der eigenen Tasche, sonst sind sie immer auf das Geld anderer Leute, wie man so schön sagt, das ALG-Problem. Andere Leute Geld geben nämlich gerne aus oder legen es gerne in ihre Taschen. Deswegen Wams, wertabhängiges Modell von Herrn Scholz. Es ist aber in der Koalition gescheitert, dieses Wams, mit berechtigten Gründen. Das habe ich auch mal zwischengefragt und dann noch so ein bisschen Einigkeit, Stefan wird es erinnern, geübt. Was ist das WAMS? Sie müssen einen unglaublichen bürokratischen Aufwand fahren. Circa 2200 Stellen schaffen, die einen sagen vorübergehend. Ich sage, hast du einen Beamten und hast den geschaffen, dann hast du ihn nicht vorübergehend an der Backe, sondern hast du 2200 Beamten. Du musst unglaublich viel Zahlenmaterial sammeln, wie das datenrechtlich mit Datenschutzgrundverordnung sagt man, das geht alles, die Daten wären vorhanden. Aber eins ist es auf jeden Fall. Nicht gerecht. Denn wie wollen Sie darlegen in diesem Programm, wenn Sie ein Haus haben mit einer Einliegerwohnung, die Sie vermieten, dass Sie vielleicht in diesem Haus unterschiedliche Mieten erheben müssen? Nämlich einmal für den Vermieter und einmal für die eigengenutzte Einheit in der Wohnung. Aber es führt sogar in Großstädten wie München, Hamburg durchaus zu der Situation, dass Sie, wenn Sie es nicht richtig machen und Altbau noch bewerten und Neubau noch bewerten und viele andere Dinge, auch für sonst fast gleiche Bedingungen aufgrund unterschiedlicher Lagen, auch in Hamburg, ob sie in Blankenese ein Grundstück haben oder meinetwegen in Langenhorn am Flughafen, das macht schon einen Unterschied. Das heißt, sie werden ja auch nicht zur Gerechtigkeit kommen. Ja, und beim WUMS, beim wertunabhängigen Modell, das würde natürlich der CDU, CSU, den Südstaaten auch sehr gefallen, weil die sehr hohe Preise allein schon für Grundstücke haben. Ich glaube, auch da werden Sie am Ende des Tages keine Gerechtigkeit herstellen. Und ob das alles mit den 14 Milliarden also aufkommensneutral, wenn der Staat also von einer quasi Steuerreform redet und von aufkommensneutral, ich glaube, da haben wir hier alle im Saal eine bestimmte Meinung zu. Und ich glaube, wenn man das hört und auch das Verfassungsgerichtsurteil zugrunde legt, dann wäre es doch besser, diese Grundsteuer entfallen zu lassen. Denn das wäre tatsächlich mal eine Entlastung der Vermieter und der Mieter. Denn die Mieter müssen über die Umlagefähigkeit, selbstverständlich das, mit der sogenannten zweiten Miete, nämlich der Warmmiete, zahlen und tragen. Ich glaube, das wäre ein Beitrag, damit die Menschen wieder etwas mehr Luft zum Atmen bekommen. Und ich werde auch eines Ihnen schon ankündigen, nur nicht was. Ich hoffe, das werden wir am Samstag, Sonntag zusammen ausbrüten, dieses Ei des Kolumbus, dass wir in der nächsten Woche auch mit einem Gegenfinanzierungsvorschlag kommen, der dem Grundgesetz entspricht und der auf jeden Fall auch kommunale Belange, ihr habt das angesprochen beim Kommunalwahlkampf, berücksichtigen wird. Der kommunale Belange in der kommunalen Selbstverwaltung und in der Finanzierung berücksichtigen wird. Und eins nehme ich Ihnen schon mal vorher, den Zopf schneide ich ab, den dritten, dann ist es nicht divers.
Diesen Zopf schneide ich ab. Es wird nicht sein, dass wir über eine sogenannte Umsatzsteuer oder andere Beteiligung dort etwas ändern wollen. Es wird was sein, was sicherlich für Aufsehen sorgen wird. Tja, um Gerechtigkeit, wenn wir bei Steuern reden. Wir hatten die Diskussion, nehmen wir den Eiertanz zum Soli. Da hat Stefan wunderbar einen Antrag gestellt, um auch da mal die Schizophrenie der Altparteien, und da gehört die FDP auch zu, die sich so gerne als Erneuerer geriert, mal darzustellen. Wir haben also den Antrag gestellt, Soli weg, und zwar ab 01.01.2019. Das hat Stefan mit Verena und Hauke auf den Weg gebracht. Die haben den, glaube ich, sehr gut vertreten. Tja, und die FDP hat einen ähnlichen Antrag gemacht. Die wollte das dann zum Ende des Jahres machen, nämlich mit Auslaufen des Solidarpaktes 2. Jetzt dürfen Sie dreimal raten in allen Abstimmungen, aber vielleicht haben Sie es wahrgenommen. Wir haben selbstverständlich, weil dann ist es halt etwas später, dem FDP-Antrag zugestimmt. Glauben Sie, die FDP hat dem zugestimmt? Nein, da saß sie dann mit den anderen, mit den Altparteien wieder im Einheitsblock der Rot-Grün-Versifften und hat natürlich gesagt, nein, blanker Populismus, weil wir es ein Dreiviertel ja vorher haben wollen. So viel zur Glaubwürdigkeit der FDP und des smarten Dressman Herrn Lindner. Mehr hat er auch nicht drauf. Und den Sozialdemokraten rufe ich entgegen, aha, mit 60.000 bis 66.000 Euro gehörst du also schon zu den Superreichen. So war nämlich die Argumentation der Gleitzone. Ja, man sagt ja, 90% der Zahler des Solidaritätszuschlages befreit man jetzt. Und ab einer Gleitzone von 60.000 bis 66.000 wächst es auf und darüber hinaus zahlst du wieder den vollen Soli. Ich will Ihnen da mal ein Beispiel zu geben, ob man dann mit 60.000 oder 66.000 Euro, das ist zugegebenermaßen, brutto ist mal eine große Summe. Aber ich will Ihnen mal ein Gegenbeispiel geben und es knüpft an die Rentenfrage an. Wissen Sie, wie viel Sie verdienen müssen und wie lange, damit Sie 2.000 Euro Rente irgendwann mal bekommen? Und zwar dann immer die Inflation nicht vergessen, weil Benzin, Strom soll ja in Deutschland angeblich teurer werden. Dann müssten Sie 45 Jahre lang mindestens 4.500 Euro brutto im Monat verdienen. 45 Jahre, 4.500 Euro brutto. Jetzt sagen wir aber bei den Erwerbsbiografien, weil sie heute studieren, eine längere Ausbildung haben, sie wollen ja alle ein Abi machen, weil wir haben ja das dreigliedrige Schulsystem, was ein Erfolgsmodell überall in der Welt war, mit einer Berufsschule noch hinten dran abgeschafft, auch rot-grüner Wahn, auch da bitte umkehren, sage ich mal so ganz nebenbei, arbeiten sie nur noch 30 Jahre oder 35. Dann sehen Sie, was 60.000 oder 66.000 Euro für die Rente bedeuten. Da sind Sie nicht reich. Da sind Sie wirklich nicht reich. Aber diese Sozialdemokraten machen das. Sie verdrehen die Tatsachen und bringen den Klassenkampf tatsächlich auch bei den Menschen an, die dann unter 2.000 Euro Rente haben werden. Und nicht vergessen, ab 2040 sind diese Renten voll zu versteuern. Wenn man eine nachgelagerte Besteuerung 2005 bekommt zum 1. Januar, und dann dürfen Sie diesen Rentenertrag voll besteuern. Auch hier haben wir eine Initiative gestartet, dass man darüber nachdenkt, Renten bis 2.000 Euro steuerfrei zu stellen. Und ich glaube, auch da darf man bei der Lebensleistung vieler Menschen mal gerne darüber nachdenken, wenn man immer für andere sehr viel Geld hat, aber nicht für die, die unser Land aufgebaut haben und wirklich vorbildlich 40, 45 Jahre, wie sagt der Schwabe, geschafft haben. Es bleibt also dabei, und ich zitiere ihn sehr gerne, er kommt ja aus dem Pott, der Sozi ist nicht grundsätzlich dumm, er hat einfach sehr viel Pech beim Denken und deswegen ist er auch bald weg. Und noch ein Beispiel, wenn ein 25-Jähriger, der im Durchschnitt 2.800 Euro verdient, landet er in 40 Jahren Berufstätigkeit unter Sozialhilfeniveau. Und das ist die deutsche Gerechtigkeit made bei CDU, CSU, SPD, FDP, Grünen und Linken. Meine Damen und Herren, auch die gehören endlich auf die Oppositionsbank mit solchen Gesetzen und solchen Systemen. Und dass wir zusammen, liebe Freunde von der AfD, das Thema Rente nun lösen müssen, halte ich für sehr wichtig, denn nach einer neuesten Umfrage ist nach Migration und Mietraum, was für mich ganz verständlich ist, das bedeutendste Thema der Menschen, die Rente. Und hier werden wir, und ich glaube auch, das tun wir in Sachsen oder wo auch immer, wo dieser Sozialparteitag stattfinden wird,
Wir werden Antwort geben und ich habe auch einige Ideen dazu. Ich glaube auch, dass wir die zusammenkriegen. Denn ich habe in den Gesprächen und wenn ich in vielen Kreisverbänden bin, eines doch festgestellt. Und ich glaube, das haben wir auch zusammen festgestellt. Papiergeld und Geld, und ich will gar nicht die Grundsatzdiskussion führen, unterliegen mit einer Weile den Einflüssen des Staates. Wir haben eine hohe Inflation, da komme ich gleich noch zu. Ich werde da als Stichwort mal finanzielle Repression Ihnen geben. Und deswegen glaube ich, haben viele Menschen das Bedürfnis, ihre gesamte Altersvorsorge nicht kapitalgedeckt, also in die Hände, obwohl ich aus der Versicherungswirtschaft komme, dort lange Jahre Management betrieben habe und ich auch selbst gesehen habe, was mit dem Geld der Sparer dort passiert. Ich glaube, wir werden immer, und dafür stehe ich auch ein, und das ist meine Meinung, einen Teil umlagefinanziert den Menschen bieten müssen. Da gibt es viele Dinge, die wir vielleicht machen können. Ich habe einen Rentenstabilisierungsfonds ins Gespräch gebracht. Das heißt, dort möchte ich gerne den klebrigen, gierigen Händen der Linken, aber auch der CDU mittlerweile, bestimmte Einnahmen aus der Hand schlagen. Ich habe letztes Jahr, will ich heute nicht lange darauf eingehen, jedes Jahr rund 10 Milliarden Euro gehen an Privatisierung, wenn wir Tafelsilber verkaufen und verscherben teilweise, auch über die BIMA, ist die bundeseigene Immobilienanstalt, verloren. Dieses Geld wird ein Rentenstabilisierungstopf, denn alle Menschen haben diese Werte hier zusammen geschaffen. Für mich können da durchaus, ja, da dürfen Sie applaudieren. Und ich glaube auch, dass wir Rente neu denken müssen. Rente muss fair sein, sie wird aber auch einem geänderten Arbeitsmarkt, einer geänderten Arbeitswelt Rechnung tragen müssen. Und sie muss, das empfinde ich aus meinem Innersten, echtes soziales, gemeinschaftliches Engagement belohnen. Warum denken wir also nicht darüber nach, wenn jemand im THW ist, in der Freiwilligen Feuerwehr und damit vielen Gemeinden die Berufsfeuerwehr, die wieder mit vielen Kosten verbunden ist, zu ersparen? Wenn jemand, da stehe ich für ein, die Wehrpflicht wieder einzuführen, bei der Bundeswehr ist dies vernünftig mit Rentenpunkten zu belegen. Oder Engagement im Sportverein, ohne die ganzen ehrenamtlichen Trainer, Schiedsrichter, die dort unsere Kinder betreuen, wäre durch Sport, Fußball, Handball, Leichtathletik gar nicht mehr möglich, diesen Menschen Rentenpunkte zu geben. Warum tun wir das nicht? Warum denken wir Rente nicht neu? Warum denken wir nicht über ein Aufheben der Beitragsbemessungsgrenze nach? Ja, und da schaue ich schon in die Schweiz, das würde funktionieren. Ich habe nämlich kein Problem damit. Ich habe es letztes Jahr auch gesagt, es hat sich nicht geändert, ob nun Herrn Winterkorn oder andere und auch die erfolgreichen Manager der Deutschen Bahn gerne mit ihrem vollen Einkommen, mit ihrem Gesamteinkommen zur Rente heranzuziehen und natürlich, wie in der Schweiz, die Rente, ob nun bei 2.500 oder 3.000 Euro zu begrenzen. Und ich weiß, jetzt kommen die Korinthenkacker, ich sag's mal so, die reden dann vom Äquivalenzprinzip. Ja, dass man, wenn man was eingezahlt hat, so viel man eingezahlt hat, auch rausbekommen muss. Das geht aber doch eigentlich auch umgekehrt. Ich hätte jetzt noch den Bericht, den habe ich mir mal schicken lassen, über versicherungsfremde Leistung geben können, etc. Das Äquivalenzprinzip ist doch schon längst aufgehoben. Das gibt es doch schon gar nicht mehr. Da klammert man sich dran, um Privilegien zu geben. Nein, wenn wir eine soziale Partei werden wollen, wenn wir Volkspartei werden wollen, und das will ich, eine moderne soziale Volkspartei, die auch an den Leistungswillen anknüpft, aber Leistung auch belohnt, dann muss diese Beitragsbemessungsgrenze aus meiner Sicht der Dinge fallen. Da dürfen alle gerne mit ihrem vollen Einkommen einzahlen. Ja, meine Damen und Herren, und ein paar Dinge treiben mich noch um, die will ich kurz fassen. Kalte Progression und ein Schlagwort. Wir haben uns, Stefan weiß es auch, abgemüht. Es gibt dann ein sogenanntes Familienentlastungsgesetz, was jährlich wiederkommt, was den Namen nicht verdient, weil nicht eben so entlastet wird, wie es die Inflation oder die kalte Progression eigentlich in den letzten Jahren erfordert hätte. Das ist also mal auf Zuruf und vor allen Dingen, was ich schlimm finde, auf Gutdünken. Und wir haben einen Gesetzentwurf eingebracht, da hat sich der Bund der Steuerzahler angeboten, wir haben dieses Modell übernommen, eine Automatisierung, dass man sagt, wir nehmen die Inflationszahlen der letzten Jahre, setzen die ins Verhältnis zur tatsächlichen Inflation und mit diesem Referenzwert multiplizieren wir dann die Einkommensteuerformel und haben dann einen Tarif sozusagen auf Rädern. Und ich darf Ihnen auch da sagen, Fachkompetenz, vernünftige Zusammenarbeit zahlt sich aus. Wir waren dann bannig stolz, sage ich mal, dass der Bund der Steuerzahler für uns als Sachverständige dann in die sogenannte Anhörung zu dieser Debatte kam. Also auch da
brechen wir langsam Fundamente und Mauern auf. Denn wenn Sachverstand und vernünftige Diskussionen kommen und man sieht, da habe ich einen Gegenüber, mit dem kann man reden und der hat eben keine Springerstiefel an, was uns ja so gerne eingedichtet wird, dann kommen die. Also auch dort langer und sagt mal, steht der Tropfen höhlt den Stein, auch da kann ich sagen, wir kommen an, meine Damen und Herren, man hört uns zu. Ja, und wenn ich von Gerechtigkeit spreche, kleiner Ausflug, auch das machen wir, das sind dann keine Lustreisen, sondern das war relativ anstrengend, weil selten so ein vollgepacktes Programm gab. Wir haben eine Delegationsreise gemacht, will ich auch mal drüber berichten, um hier so einigen Herrschaften den Kopf zu waschen. Waren dann also in Paris und sind dort mit vielen Menschen zusammengetroffen. Unter anderem, kleiner Exkurs, waren wir bei der ESMA, das ist die Europäische Finanzmarktaufsicht. Wir haben dann die französische Finanzmarktaufsicht besucht und ich war mal derjenige, der durch ziemlich rotzfreche Fragen aufgefallen ist. Wir guckten auch schon immer so, so nach dem Rat, das ist der Deutsche von der AfD. Ich habe eine ganz charmante französisches Gegenüber, eine Frau von der Finanzaufsicht, der stellte ich auch eine freche Frage und sagt, sagen Sie mal, wir waren gerade bei der ESMA und bei vielen europäischen Institutionen hier, ich habe so den Eindruck, da sitzen die Leute eigentlich nur, weil sie das richtige Parteibuch haben oder richtig die Hände heben, aber ansonsten scheinen die mir keinen Praxisbezug oder Ahnung zu haben. Die deutschen Kollegen von der SPD, CDU, Grünen, Linken, muss ich nicht drüber reden, die reagierten etwas pikiert und dann sagte die super charmant mit einem netten Lächeln, ja, mit dem Übersetzer, das sei der französischen Finanzmarktaufsicht auch ein Dorn im Auge. Und um es mal ehrlich zu sagen, persönlich würden wir uns auch wünschen, diese Behörden werden endlich mal mit Praktikern und Leuten besetzt, die Ahnung haben. Dann hätten wir nämlich weniger Mist bei Finanzmarktskandalen und anderen Regulierungsvorschriften. Meine Damen und Herren, ich glaube, besser kann man die EU und diesen ganzen Zirkus nicht beschreiben. Ja, und dann ging es weiter, das war übrigens auch ganz interessant, da haben wir einen Think Tank kennengelernt dort in Paris. Und das Tolle ist dort, die denken fraktionsübergreifend, da sitzen linke, rechte, mittlere Republikaner, kann man sich kaum vorstellen, und machen sich Gedanken. Und die haben eine fundamentale Erkenntnis, da müssen wir Deutschen uns vielleicht doch mal hinterfragen. Die lächelten uns an und auch der Präsident sagt, ihr Deutschen, ihr seid ja doch so ein bisschen verrückt, ein bisschen fu. Ich sage, wieso? Und sagten da auf meine Frage hin, ja, wie wollt ihr die Energie denn lösen? Und sagten die, naja, einen Konsens haben wir in Frankreich und ihr seid da ja etwas blöd, also fu. Atomstrom ist grün. Atomstrom ist das Beste für die Umwelt. So, ja. Ich saß da so, bei den grünen, linken SPD, CDU fiel natürlich die Gesichter runter. Wo wir merken, französische Denkfabrik, das ist das Institut Montaigne. Und dann sagte ich, Moment, also parteiübergreifend, so habe ich dann nochmal nachgefragt, sagt ihr, Atomstrom ist grün? Ja, was mit den Kommunisten? Naja, Les Verts, die sind da etwas versprengt. Da habe ich gesagt, okay, das ist ein Traum für Deutschland auch mal, kleines Nischendasein. Ich sage, was mit den Kommunisten, mit den Linken? Und dann lächelte der mich an, da fielen dann auch so ein bisschen die Gesichter beim Kollegen de Masi runter. Naja, die Electricité de France, EDF, die füllt auch die Streikkassen und die Gewerkschaftskassen der Linken ganz gut und damit können die leben. Also ist Atomstrom grün und nicht rot oder ideologiebehaftet schlecht. Ja, das sind unsere französischen Nachbarn mit sehr niedrigen Energiepreisen. Wir geben den Öko-Taliban recht und zahlen gerade neueste Statistik die zweithöchsten Strompreise in Europa. Und das für einen Industriestandort, den ich gerne behalten möchte. Denn was passiert, wenn Sie die Kernindustrie, die großen Industriezweige abbauen, das hat Maggie Thatcher, glaube ich, in England vorgemacht und ich möchte nicht alleine von der Finanzwirtschaft abhängen. Nein, ich möchte gerne weiter produzierende, tolle Erzeugnisse made in Germany. Und ein kleiner Ausflug noch, sei mir gestattet, zu dieser Delegationsreise, war auch sehr amüsant. Es kam das Thema Italien und die Verwerfung, die es dort gibt. Und da sagte mir der französische Nationalbankpräsident, die können übrigens alle sehr gut Deutsch. Und da haben wir uns dort unterhalten, ein Monsieur Garnier, der für die Strategie dort zuständig ist. Und der sagte sehr charmant, naja, das ist dein Problem, können wir nicht lösen, aber die Deutschen werden sicherlich wieder das Portemonnaie öffnen. Ich protestierte und sagte, nee, das gibt es nicht, das kann nicht sein, wir müssen uns an Maastricht, Sie wissen, wir sind da ja sehr gesetzestreu.
Und dann sagte der, nun ja, regiert ihr oder nicht? Ich glaube, ihre Kollegen, die regieren. Die lachten, ich lachte nicht, aber so ist tatsächlich die Realität. Also lasst uns schnell regieren, um diesen Wahnsinn hier zu beenden. Naja, und weiteres gehört für mich immer von Steuergerechtigkeiten dazu. Herr Merz hat es mal gesagt, er unterlag ja nun der Junior-Nachfolger und der kleinen Tochter von der Angie. Eine Vereinfachung des Steuerrechts wäre schon ganz prima. Es muss nicht der Bierdeckel sein, aber Vereinfachung, und das ist normale Menschen auch verstehen, wäre schon ganz hilfreich und würde sicherlich auch einen Wachstumsschub gerade in der Selbstständigkeit und bei vielen anderen bedeuten. Also lasst uns das Steuersystem doch bitte vereinfachen. Und nun komme ich, obwohl ich es Land auf, Land ab predige, nicht müde werde, nochmal zu einem Thema, was gerade im Zusammenhang mit Altersvorsorge und warum ich eben dagegen bin, alles kapitalgedeckt zu machen. Und warum ich auch diese EU-Politik, diese EZB-Politik strikt ablehne. Es gibt ein Stichwort, das heißt finanzielle Depression. Und wie dieses Prinzip funktioniert, wird mit dem Blick zum einen auf die aktuelle Verzinsung der deutschen Staatsanleihen deutlich. Wir haben nämlich selbst 10-jährige Bundesanleihen mittlerweile gen Null rennen, haben wir nach wie vor natürlich eine Inflation. Und das ist eigentlich der Werkzeugkasten, und es ist nicht eigentlich der Werkzeugkasten, um diese schleichende Enteignung der Sparer auf den Weg zu bringen. Und die EZB tut dies seit Jahren, und die Vereinigten Staaten haben es vorgemacht. Die Vereinigten Staaten haben nämlich, als es darum ging, die durch den Zweiten Weltkrieg angehäuften Schuldenberge wieder loszuwerden, genau dieses Prinzip der Volkswirtschaftslehre angewendet. Und was wird dort gemacht? Dort wurden den Pensionsfonds, den Versicherungen, die wurden dazu verdonnert, möglichst niedrig verzinste Zwangsanleihen des Staates zu kaufen. Auch das geht in Amerika, in Europa funktioniert das ganz locker. Das sehen Sie ja, was Herr Draghi so macht. Und das Resultat war, die Vereinigten Staaten konnten, ich zitiere, zwischen 1945 und 1955 ihre Staatsschulden fast halbieren. Zulasten natürlich der Sparer, denn die Inflation wurde seitens der Fed auf einem konstant durchaus moderaten Niveau gehalten. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich die aktuelle Geldpolitik anschauen und was Sie, das wird überall gesagt, sehen, dann werden die Sparer enteignet zulasten einer höchst fragwürdigen Europapolitik, um Dinge zu retten, die aus unserer Sicht doch gar nicht mehr zu retten sind. Sie sind verloren. Dieses Europa ist, oder diese EU, die ist kaputt. Und sie hat auch keine Zukunft mehr. Und da bin ich, wie auch Jörg, unseren Nachbarn in Ungarn, in Polen und überall dort, auch in Italien, in Österreich, sehr dankbar, dass sie endlich wieder die Stimme der Freiheit erheben. Und das sollten wir in Deutschland nicht aufnehmen. Freunde wissen ja, ich bin nicht nur hierher gezogen, weil es einfach wunderschön am Niederrhein ist, sondern weil ich seit über 10 Jahren auch tatsächlich Karnevalist bin. Das habe ich mich mal karnevalistisch versucht. Deswegen mein Fazit bleibt, spricht die SPD von Gerechtigkeit, weiß der Facharbeiter, dass von seinem Lohn nichts übrig bleibt. Meine Damen und Herren, und auch andere Dinger müssen wir auf den Weg bringen. Und das hat Jörg schon leicht eben streifen können, dieses Thema. Denken wir mal an den BUND, an die Deutsche Umwelthilfe. Und die sind nicht nur lebensgefährlich, was den Diesel, was irgendwann vielleicht auch das Silvesterfeuerwerk angeht, das soll ja auch verboten werden. Vielleicht irgendwann auch die Kerzen, ich sage ja, das sind alles spaßbefreite Öko-Taliban. Irgendwann sitzen wir wahrscheinlich wieder in der Steinhöhle, dürfen nicht mal eine Kerze machen, da kommt nämlich der Blockwart und macht die aus. Das ist dann der Herr Resch wahrscheinlich höchstpersönlich oder vielleicht auch der Özdemir, aber der fliegt wieder in die Anden und juckelt dann mal eben einen 20-Stunden-Flug zu den Anden und das Bild der Kollegin von den Grünen, die dann in Los Angeles aus einem Plastikbecher gemütlich, genüsslich Eis isst, ist, glaube ich, auch nur damit zu kommentieren, Wasser predigen und Wein saufen und auch nichts würde da die Grünen besser repräsentieren. Sind und bleiben Öko-Verschichtler. Arme Mütter mit DDR-Funktionäre ja auch gehabt, die haben ihre eigenen Dörfer gehabt, sehr schön gelebt und die normale Bevölkerung konnte darben. Und auch hier heißt es, von der Schweiz zu lernen, ich hatte es mal gesagt, die Schweizer haben den Tunnel durch den Gotthard fertig, unsere Planung ist noch nicht mal fertig und für eine andere Entlastungsstrecke in Bayern können Sie gerade lesen, dass auch dort das Planungsverfahren wieder aufgemacht wird. Und ein moderner Staat
Und meine Damen und Herren, ich sage auch, wenn wir wirklich ökologisch denken und die Menschen, die hier leben, die Autobahnen sind kein Selbstzweck und sie sind auch keine rollenden Lagerhallen und Zwischenlager. Sie sind auch nicht nur für die Industrie gemacht, obwohl ich sehr industriefreundlich bin. Nein, ich denke, und da bleibe ich auch bei mit meinen Freunden, Güter, die nur Deutschland trassieren, also von Polen nach Belgien, von Dänemark nach Österreich, von der Schweiz nach Belgien und von Frankreich in die Tschechei wollen. Die gehören verdammt nochmal verpflichtend endlich auf die Bahn mit Kopfbahnhöfen, mit Infrastrukturmaßnahmen, mit hohen Investitionen, damit die Deutsche Bahn zum einen im Güterverkehr wieder auf die Beine kommt, damit unsere Straßen wieder frei werden, damit die Straßen heil bleiben, denn sie kommen mit der Infrastruktur gar nicht hinterher. Ein LKW, der über die Straße fährt, der benutzt und beansprucht die so bei voller Zuladung fast wie 100.000 Pkw, die da drüber fahren. Meine Damen und Herren, da kommt man mit dem größten Geld nicht hinterher und mit den besten Baufirmen, das schafft man nicht. Auch da müssen wir uns endlich mal wieder der Dinge bedienen, die unser Land stark gemacht haben. Güter gehören, die uns nur trassieren, auf die Bahn. Die Schweiz haben es nämlich vorgemacht, da hat die Leute nicht auf die Schnauze voll. Und ein weiteres Trauerspiel ist, auch das kennen wir und das wenden die an, das haben sie bei Stuttgart 21 getan, ob man das nun will oder nicht, diese Superbaustelle, dieses große Loch. Nehmen wir die Rheinbrücke, nehmen wir die Brücke hier bei Duisburg. Mir ist ein jüngster Fall dazugekommen, bei Bremen ist eine wichtige Brücke, da sind Schäden festgestellt worden, die geht nun über die Weser in ein wichtiges Industriegebiet und dort musste dann der Verkehrssenator von Bremen in einem Interview einräumen, dass das eine ganz schwierige Situation wird. Wir sagen, ja, klar, man muss eine Brücke neu bauen bei unseren Vorhaben, BUND, ja, da ist wieder irgend so ein Juchtenkäfer oder sowas, mal sehen. Ja, dann sagt er, ja, normal dauern bei uns ja Planungsvorhaben mittlerweile 15 bis 20 Jahre. Sage, ja, das wollen wir auch ändern, wird wohl auch da so sein. Und dann sagt er, na, hier ist eine Spezialität, weil hier ist dann noch Europarecht und das Bundeswasserstraßenrecht, weil diese Brücke unglücklicherweise über den Fluss verläuft. So weit sind wir in Deutschland. Sie brauchen für eine Brücke, die lebensnotwendig ist für Industriebetriebe, 40 Jahre, das räumt der ein. Und der Journalist fragt mich mal nach, seid ihr eigentlich alle bekloppt? Das habt ihr angerichtet. Wer braucht denn noch diese EU? Wer braucht denn solche Parteien und Politiker, die so ein Murkshandwerk leisten, dass eine Brücke über die Weser in ein Industriegebiet auf einer Bundesautobahn mittlerweile 40 Jahre Realisierung braucht. Merken Sie noch die Pfeile? Meine Damen und Herren, lassen Sie uns den Mist abschaffen. Da sind ja keine Populisten, da sind ja Realisten, da sind ja Menschenfreunde, Wirtschaftsfreunde, da ist unseren Kindern besser geht. Wir brauchen diesen Mist nicht. Und ich will dann auch keine Beamten reich machen, die über sowas 40 Jahre wahrscheinlich ihre Berufskarriere haben, um nach 40 Jahren zu sagen, alles klar, das funktioniert. Nein, lassen Sie uns diesen Mist abschaffen. Den braucht kein Mensch, der ist nur teuer. Und er hemmt wirklich unsere Lebens- und Wirtschaftsqualität. Tja, dann kommen wir zum anderen Thema, das immer zu kurz kommt, Schule und Bildung. Aber wenn ich bei Schule und Bildung ansetze, habe ich Ihnen was Schönes mitgebracht. Ich war bei den sogenannten Demokratiekonferenzen. Da kriegen Sie dann solche Beutel, natürlich alles von Ihren Geldern finanziert, die sehen dann so aus. Können Sie das sehen? Selbstverständlich werden dazu dann auch Flyer gereicht. Und selbstverständlich kriegen Sie auch eine schicke Mappe. Hier unten steht, das können Sie nicht lesen, aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit. Ja, meine Damen und Herren, da werden wir tatsächlich als AfD immer als Beispiel, so ganz dezent, sodass man nicht sagen kann, wir sind rechtsextrem, aber wir werden da immer so genannt, dass dem geneigten Betrachter, ähnlich wie bei dem Prüffall, Verdachtsfall oder Beobachtungsfall, man meinen könnte, da sind wir mit gemeint. Und wenn Sie das jetzt lesen, wer da so alles mitmacht, dann sehen Sie zum einen, wo unsere Steuergelder hier in Viersen, aber das passiert in Krefeld, das passiert überall in der Republik. Da gibt es da Projekte, alles mit unseren Steuermitteln. Ich kann ja alles belegen, das habe ich jetzt auch gelernt. Belegt lieber alles, sonst kommt wieder ein Journalist und sagt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ich kann Ihnen das vorstellen. Da gibt es dann also so tolle Preisträger wie Let's Denk, YouTuber gegen Fake News. Oder es gibt Soziale Erste-Hilfe-Dienst einer Gesamtschule, die gefördert wird. Und da heißt es das Schulprojekt Prävention gegen Alltagsrassismus. Und so geht das hier dann weiter. Projekte und Aktionstage für jugendliche Erstwähler. Wählen als ein Instrument der Demokratie. Oder auch sehr schön, wird auch gut bezuschusst. Vorurteilt, ja? Wird auch so geschrieben, ist der SC08 Schiefbahn e.V. Und willig.
Und der hat Projekte, die dann gut bezahlt werden, alltagsnahe Thematisierung und praktische Auseinandersetzung mit Stereotypen und Vorurteilen. Ja, Sie sehen, unsere frühkindliche Bildung, die kann alles, nur nicht rechnen und schreiben, den Menschen beibringen. Und das... Ja, als wenn das noch nicht alles wäre, gibt es dann von einem Professor Klaus-Peter Hofer. Aber das ist das Schöne, Waffen, die die wirklichen Feinde der Demokratie und der Meinungsfreiheit auf dich wenden, die kannst du umdrehen. 10 Tipps zum Umgang mit populistischen Parolen und populistischen Vertretern. Und wenn Sie das lesen, lese ich mal so einige Dinge vor, nicht alle 10. Ich werde hier ein Exemplar mal lassen, das kann dann gerne mal gedruckt werden, das liegen wir das nächste Mal aus, weil tatsächlich, und das ist das Schöne, können Sie alles das auf die linksgrün versüfften Öko-Taliban und die meinungshemmenden Altparteien anwenden. Da ist zum Beispiel zu lesen, tappen Sie nicht in die Komplexitätsfalle. Vermeiden Sie eine Argumentationsflut. Halten Sie sich vor Augen, was der Kern Ihrer Position ist. Sie wissen ja, dass es eine Verweigerungsstrategie gibt, mit der Ihre guten Argumente zunächst einmal weggewischt werden. Entschuldigung, das ist eigentlich das, was wir jeden Tag im Bundestag erleben, dass unsere guten Argumente, siehe diese, weggewischt wird. Und übrigens mit dem gleichen Argument, weil alles so komplex eigentlich sei, wird doch auch uns die Volksbefragung und die Volksentscheide auf Bundesebene genommen. Eine DNA unserer Partei, Sie sehen, die führen sich selbst ad absurdum, aber das kriegen Sie als Handreichung, teuer bezahlt mit mehreren Millionen Euro bundesweit. Oder, zweite Geschichte, lehnen Sie Kategorisierung ab und versuchen Sie, Verallgemeinerung aufzulösen. Spricht Ihr Gegenüber etwa über die Politiker oder die Flüchtlinge, nehmen Sie ganz konkret Beispiele an die Hand. Wer sagt eigentlich, die AfD ist rechts? Wer hat gesagt, wir seien Nazis? Selbst Sie, die hier unbeteiligt reinkommen, meine Damen und Herren, das wenden die selber an und wir können es auch die selber zurücklenken. Fordern Sie Ihren Gesprächspartner auf, beim Thema zu bleiben. Gut, jetzt geht es noch weiter. Also, da bleibt einem eigentlich die Spucke weg. Hinter einer Parole steckt oft ein ganzes Bündel von Einstellungen. Von Klimakatastrophe wird dann schnell zu Angela Merkel, der Flüchtlingskrise, dem Islam und der Situation an Schulen gesprungen. Meine Damen und Herren, das tun die als Ausweichstrategie. Wenn wir die bei einem Thema stellen, dann sind die nämlich immer am Hopsen und versuchen unseren guten Argumenten wie ein glatter Aal zu entkommen. Aber auch damit können sie unsere Gegenüber, weil die das nämlich immer anwenden. Wir nicht. Wenn ihr ein Thema diskutiert, diskutieren wir das. Das werden sie immer erleben zu Ende und weichen nicht aus. Gucken Sie in die Talkshows, da können Sie jeden Tag sehen, Sie fragen den Stoiber eigentlich zur Europapolitik und er ist dann bei den deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen. Nee. Brauchen wir uns keine Angst zu machen. So, wird aber noch besser. Es wird noch besser. Suchen Sie, also wenn man allein nicht weiter weiß, suchen Sie in größeren Gesprächsrunden nach Verbündeten. Sie erkennen sie an Mimik, Gestik, Körpersprache. Sprechen Sie unentschieden Wirkende an und fragen Sie diese nach ihrer Meinung. Tun Sie das auch, und dann wird die nämlich hören und sehen vergehen, weil die meisten Menschen sind die große schweigende Mehrheit und die werden dann diesen linksgrünen Versüften vielleicht doch mal verbal den Marsch blasen, was schön wäre. Und jetzt wird es noch besser. Und das ist noch besser, 6, ich überspringe mal ein paar, 6 dann, arbeiten Sie mit Ironie. Das kennen Sie oftmals, dass Sie dann so versuchen, wir hatten auch gestern so einen Hampelmann in einer Veranstaltung in Herne, der ist aber nachher rausgelaufen, als er argumentativ mit mir irgendwie nicht klarkam, wurde noch ein bisschen verbal drübelig, wollte handgreiflich werden, kam aber die Security, hat ihn rausgeführt, so geht man mit solchen linken Träumern um. Man nennt ihn Argumente, dann werden die nämlich unsachlich, so ist es dort geschehen und dann ist er raus. Gedanken geleitet worden. So, aber kommen wir zu 6. Arbeiten Sie mit Ironie, in einigen Situationen kann das funktionieren. Ein Beispiel. Auf die Parole, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, antwortet man, ich wusste gar nicht, dass du früher mal eine Dönerbude hattest. Humor entspannt. Liebe Freunde, wir wären doch froh, wenn die uns Arbeitsplätze abnehmen würden und arbeiten. Ich habe es Ihnen doch eben gesagt, über 70% hängen in Hartz IV und in der sozialen Hängematte, meine Damen und Herren. Ein völliges Schwachsinnsargument. Ja, mach's Maul auf, sprich gerade auf. Wie gesagt, ich stelle diesen Zettel im Umgang mit Rechtspopulisten gerne zur Verfügung. Wir haben ihn ja auch teuer bezahlt mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag. Da geht auch diese nette Amadeus-Stiftung mit ein. Meine Damen und Herren, ich habe versprochen, Sie sollen früh nach Hause. Wir haben Winter, das wird glatt und meistens wird mit Salz sparsam umgegangen. Lassen Sie mich mit einem Schlusssatz enden. Politik, die den Bezug zur Realität verloren hat, ist ein Stück weit die Diktatur.
Lassen Sie uns daher von heute an geschlossen aufstehen und den Menschen ihr Land zurückgeben. Wer Geduld hat und das Recht, für den kommt auch die Zeit. Und wir haben Recht, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich. Ja, klar. Vielen Dank, Herr Gottschalk. Tolle Rede, alle Themen abgedeckt, denke ich. Auch die, die Jörg Beuth noch nicht hatte. Ja. Super. Wir haben noch Zeit für drei kurze Fragen. Klaus Haas ist der Erste. Ich eine. Und du hast auch so eine laute Stimme, du kannst auch ohne. Ja, Kai, ich habe noch mal eine Frage. Und das haben ja einige von uns mitbekommen. Am letzten Freitag wurden diverse Schulklassen, Schüler und so weiter trotz Schulpflicht zu irgendwelchen Demos gekarrt und da vorgeführt. Wie sieht da die Möglichkeit aus, da mal gegen einzugreifen, weil das ist ja definitiv ein Rechtsbruch von diesen Vereinen verwenden, weil die Schüler, die schulpflichtig sind, aus den Schulen quasi ferngehalten wurden? Ich denke, das Schulgesetz und die Gesetzeslage ist da klar. Die Schule hat Bildung zu vermitteln und sie ist frei von politischen Meinungen und Äußerungen. Das geht für Lehrer. Deswegen wurde unser Portal, was glaube ich die Hamburger Kollegen eingegangen haben, einfach sagt, wenn ein Lehrer diese Neutralität verlässt, dann ist das anzuprangern. Genauso geht es für eine Schule. Die Schüler haben nichts auf Demonstrationen zu tun. Denn was macht man auf einer Demonstration? Man tritt für eine politische Überzeugung ein. Und verdammt nochmal, die Lehrer sollen den Kindern die Befähigung geben, unabhängig, eigenständig sich eine Meinung zu bilden, wenn es geht, sogar mathematisch, naturwissenschaftlich, ihnen die Grundlagen zu schaffen, dass sie beurteilen können, ob die 15 größten Containerschiffe genauso viel Schwefeldioxid emittieren wie die gesamte Autoflotte auf der Welt und ob es dann nicht besser wäre, auf der anderen Seite dort bei diesen Emissionen oder bei den Flugzeugen was zu machen, als eben bei den deutschen Autofahrern. Ich bin also ganz klar bei der, die Eltern, die dort nicht der Meinung sind, sollten sich beschweren, sollten entsprechend zum Schulleiter gehen, sollten entsprechend sich an das Schulamt wenden oder an die Bildungsbehörde, an das Kultusministerium sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass unsere Kinder lernen. Wir haben nichts auf Demos zu suchen. Die sollen lernen, 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 damit sie eine Lebensertüchtigung kriegen. Also beschweren. Ganz klar den Rechtsbruch angehen. Zweite Frage, Sie hatten sich vorhin schon gemeldet und kam nicht mehr dran, dann gehen Sie jetzt dran. Hallo Kai, ich danke dir erstmal für deine Zeit, die du mir jetzt hier hoffentlich widmen wirst. Es geht mir speziell darum, um die Spalterei zu den Patrioten, was mir sehr am Herzen liegt. Ich bin sehr vielen Vereinigungen tätig, wir gehen auch zu Demonstrationen, wir bemühen uns, wir unterstützen die AfD, wo wir nur können, ich bin ja auch Mitglied. Was aber mittlerweile aufstößt, ist nicht du speziell, aber dass sich eben gerade im Osten einiges jetzt, sag ich mal, tut, gerade Pegida. Nennen wir mal zum Beispiel SPD, Linke, wie wir sie alle haben, ja. Es finden Demos statt, wo Leute gestorben sind. Und die machen damit feine Sahne, Fischfilet, eine mega Party. Es gibt für mich nichts Asoziales. Ich möchte auch die Texte nicht wiederholen. Ich finde sehr traurig. Sehr traurig. Und dann geht die Pegida, schließt sich an ein gewisser Herr, der Mitgründer der Pegida, läuft zwei Reihen hinter Herrn Höcke. Und es wird ein Wahnsinns-Hype gemacht. Das kann ich nicht verstehen. Ja? Der SPD wird alles jetzt gleich mal zugestanden. Die Grünen können machen, die Linken können machen. Und ja, wir stehen da. Ich meine, den Ruf haben wir eh weg, die bösen Rechten. Ja, und deshalb wirklich meine Frage, warum wird sich abgespalten? Warum ist teilweise Schläge ins Gesicht? Gerade zu uns Patrioten, die teilweise bei Wind und Wetter wirklich auf die Straße gehen. Und ja, wo die AfD, ein Teil der AfD sich anfängt von uns zu distanzieren. Da hätte ich mal gerne eine Frage oder eine Antwort. Vielen Dank für die Zeit. Also ich glaube, dass ich dafür in der Partei bekannt bin. Und das ist dann auch mal gut, von der einen wie von der anderen Strömung mal aufs Dach kriege.
Auch das ist gut so, weil dann weiß ich, ich mache das irgendwie richtig und neutral. Wir haben im Moment Probleme im Osten und ich weiß auch, dass die Kollegen da, ja, wir sagen, ein bisschen Bammel haben. Ja? Du sprichst wahrscheinlich speziell den Fall André Poppenburg an, der sich jetzt mit seiner ADEP, muss man ja sagen, von uns abgespaltet hat. Was die Macht der Bilder angeht, um das vorweg zu beantworten, ich glaube, uns wird vielfach eben gerne mit der Macht der Bilder und viele andere Dinge etwas angedichtet, damit es eben in dieses Bild, was jetzt auch der Verfassungsschutz so mit Dessertkirsche obendrauf gesetzt hat, dann vollenden kann. Also ich denke, deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen in vielen Dingen jetzt zusammenstehen und ich glaube auch die Fraktion, die Bundestagsfraktion, wie auch dieser Bundesvorstand, all denen ist ja nachgesagt worden, da gibt es bestimmt wieder Streit, die sollten da Pate stehen. Das war zum einen die Patrioten und ich sehe mich sowohl als Patriot, wie auch jemand, der Arbeitnehmerinteressen vertritt, als auch jemand, der liberal in vielen Dingen ist. Das schließt sich nicht aus. Und ich würde auch sagen, es sind Strömungen in unserer Partei. Ich spreche da nicht von Gruppierungen und anderen Dingen. Wir sind Strömungen in der Partei. Und die machen auch den Pluralismus, die Meinungsvielfalt aus. Nur denn, was ich von Spaltungen halte oder was daraus wird, deswegen bin ich da ganz zuversichtlich. Und meine Mitarbeiterinnen sagen, oh, jetzt kommt das wieder. In der Regel habe ich recht. Und das heißt, ich glaube, dass es da keine Spaltung, keine Entzweigung geben wird. Ich glaube, ich habe mit André vorher auch gesprochen. Ich habe gesagt, lass so Mist. Wenn man solche Gerüchte hörte, bring dich ein, versuche einige Dinge mal anders anzugehen, versuche auch, und auch das gehört dazu, Mehrheiten und Entscheidungen zu akzeptieren. Und auch das müssen wir, liebe Freunde, alle lernen. Denn die SPD hat das in 150 Jahren nicht gelernt. Wenn denn mal die eine wie die andere Strömung obsiegt und sich in einem Punkt durchsetzt, dann tragen wir das alle zusammen. Wir sind eine Partei und wir haben alle ein klares Ziel vor Augen und definieren. Das hat die SPD in 150 Jahren nicht gelernt. Wir sollten es in vielen Dingen lernen, sind auch in vielen Dingen auf einem guten Weg. Und André, da habe ich zu ihm gesagt, ich wünsche dir gute Reise. Reisen soll man nicht aufhalten, aber ich glaube nicht. Und auch du hast Pegida angesprochen. Ich habe mit einigen Vertretern von Pegida gesprochen. Da wird sich, glaube ich, keiner dieser Geschichte anschließen. Ich glaube fest, dass auch unsere Freunde, da werde ich sehr viel Wahlkampf machen, in Sachsen, in Brandenburg und auch in Thüringen, ich glaube fest, dass wir dort ein sehr gutes Wahlergebnis erzielen werden zusammen, dass wir nicht den Weg der Linken gehen, sich aufzusplittern. Und ich bitte aber auch alle Kräfte in der Partei, dann und wann eine Mehrheitsmeinung zu akzeptieren, wie wir das bei der Stiftung getan haben, wie wir es in vielen anderen Dingen getan haben. Und um Herrn Poggenburg oder um André, den kenne ich sehr lange, tut es mir an der Stelle leid, dass er diese Entscheidung so getroffen hat. Aber das habe ich eben gelernt, Reise, da kannst du nicht aufhalten. Aber ich will ein Stück weit beruhigen. Ich glaube, die Partei steht zusammen, der Bundesvorstand, da kann ich nur versprechen, beurteilt die Lage, glaube ich, sehr erwachsen und sehr vernünftig. Und manchmal, das hat ja auch der Fall Frau Petri gezeigt, kann ein Weggang für noch mehr Einigkeit, für noch mehr Geschlossenheit, noch mehr Ruhe und noch bessere Wahlergebnisse sorgen. Und da bin ich fest von überzeugt, dass wir zu kommen. Vielen Dank, Herr Gottschalk. Schön, dass Sie da waren. Schön, dass Sie da waren. Macht vorsichtig, kommt gut nach Hause. Es ist Winter, es ist dunkel, es ist Platz. Kommen Sie gut nach Hause, fahren Sie vorsichtig. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Ja. Ja.